Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum Krombacher Kreispokal Kreishöchster Saison 2021-2022. Zweite Runde, Teil 2 von Teil 2, let's go. Heute um 18:30 Uhr. FC Stahle verliert gegen FC Pekelsheim Eisenlöwen mit 6 zu 3. Dann SG Brenkhausen, Bosseborn. Keine Ahnung. Gegen Warburger SV. Das gewinnt der Warburger SV nach Verlängerung 1 zu 2. SV Nieheim West gegen SV Steinheim. Das gewinnen die Steinheimer mit 2 zu 5. SG Bühne Körbeke gegen VfR Bonn 3. 3 zu 1 nach Verlängerung. Dann SG Niesen Siddesen gegen SG Niesen-Sildesen gegen SV Albachsen. Das gewinnt Albachsen mit 2 zu 6. SG Schärwerder-Rimbeck-Brexen gegen Soest-Gern-Altnerse. Das gewinnt Soest mit 1 zu 3. Dann SV 30 Bergheim gegen TuS Willebadessen. Das geht 3 zu 1 aus für die Bergheimer. Und um 19 Uhr SV Bonenburg unterliegt den TuS Bad Driburg mit 0 zu 4. So, das war's vom zweiten Teil von zwei Teilen der zweiten Runde im Krombacher Kreispokal für den Kreishöchster. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vergesst kein Abo, abonnieren kostet nichts. Daneben ist die Glocke, die nicht so aktiv vergessen zu aktivieren, da verpasst ihr keine Benachrichtigung. Ich bin raus. Peace!